So, heute der dritte und letzte Teil meiner Mission Bestzeitverbesserung. Heute steht der Marathon an hier in Bonn und die Halbmarathonis sind schon am Laufen. Und ich bin gerade auf dem Weg zur Startnummernausgabe. Ich habe einen Parkplatz hier direkt in der Innenstadt in einem Parkhaus bekommen. Ziemlich praktisch. Und jetzt steigt so langsam ein bisschen die Nervosität. Aber Wetter ist perfekt. Wir haben so 14, 15 Grad. Sonne ist jetzt auch rausgekommen. Ich freue mich. Wird ein Riesenspaß. Ja, die Startnummer habe ich jetzt 1436. Und jetzt ist es nur noch knapp eine halbe Stunde, bis hier der Startschuss fällt. Und habe ja schon gesagt, ich möchte die Personal Bestzeit knacken. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, 3 Stunden 15 Minuten nach den letzten Trainingseinheiten. Zweifle ich da ein bisschen dran, dass ich es schaffen kann. Aber die Wetterbedingungen sind perfekt. Leider ein bisschen nasse Straße, aber ansonsten blauer Himmel, Sonnenschein, 15 Grad, 15, 16 Grad. Es wird ein Traum. Drückt mir die Daumen. Ich melde mich wieder nach dem Rennen. Adios. Peace. Jo, das ging dann wohl mal voll in die Hose. Bis Kilometer 25 lief es eigentlich alles rund und nach Plan. Dann kam irgendwie Krämpfe und bei Kilometer 29 bin ich quasi schon ausgestiegen. Hab meine Nummer abgemacht und bin Richtung Zielbereich gegangen, schnellster Weg. Die Krämpfe gingen dann aber irgendwann weg und dann habe ich gesagt, ach komm, ey, die 12 Kilometer, die gehst jetzt im Schneckentempo noch irgendwie über die Ziellinie und holst dir die Medaille. Das habe ich dann auch gemacht, aber dann kam irgendwie nach 1 Kilometer später wieder ein ziemlich heftiger Krampf. Und ja, dann bin ich halt noch langsamer gegangen. Ne? Jetzt bin ich ins Ziel gekommen, noch unter 4 Stunden, 3,59 Bruttozeit. Ja, jetzt kann man sagen, irgendwie Ausreden suchen. Gestern zu viel Gartenarbeit, zu wenig Schlaf, mein derzeitiger psychischer Zustand. Aber das ist alles Bullshit. Ich war einfach nicht fit genug und konnte es heute im Rennen nicht umsetzen, was ich mir vorgenommen habe. Punkt aus, so ist es. Jo, bin ziemlich enttäuscht. Gehe jetzt hier erstmal in den Läuferbereich und futter was und trink was. Und hoffe, dass ich dann auf der Heimfahrt keine Krämpfe in den Beinen kriege. Jo, schade.